Ja, hallo und guten Abend zu unserem BeFit-Info-Zoom. Ich freue mich total, dass du, Sabine, und Birgit, du, dass ihr beide dabei seid. Und ich möchte euch gerne einen Überblick darüber geben, was wir in den nächsten 4 Wochen geplant haben. Unsere neue Kampagne heißt ja BeFit for School and Office, das heißt für Schule und Beruf. Und das, was wir uns darunter vorstellen, ist, dass wir Interessenten 4 Wochen lang begleiten und jeden Tag neue Tipps dafür liefern, wie man sich Schritt für Schritt im Alltag wohler fühlen kann, mehr für die eigene Gesundheit tun kann. Und da haben wir uns ein ganz tolles Programm überlegt, das euch, wie gesagt, für die nächsten 4 Wochen begleiten soll. Das ist so ein kleiner Inner Circle, den wir gebildet haben. Und zwar ist das der Ralf Wolgast, dann Karl-Heinz Piringer, dann die Piroschka Belz und Matthias Erhardt. Wir haben so ein Inner Circle gebildet und haben sie uns gegenseitig die Bälle so ein bisschen zugespielt mit den Ideen und auch eben mit den Posts, die wir für die nächsten Wochen geplant haben. So, wie sieht unser Plan genau aus? Dazu möchte ich gerne den Bildschirm einmal mit euch teilen. Das ist jetzt erstmal ein wenig unübersichtlich für euch, aber ich werde euch da so Schritt für Schritt einfach mal durchführen. Also es geht los mit Woche 1, 2, 3 und 4. Und zu jeder Woche gehören 5 feste, erstmal ein Oberthema und dann 5 Unterthemen. Und wir haben uns gesagt, wir starten in der Woche 1 mit dem Oberthema gesundes Frühstück. Woche 2 wird es gehen um das Thema Balance. Woche 3 Kraft der Natur. Und Woche 4 geht es um Happy Feet. Wir haben ja die Gruppe BeFit hat ja sozusagen so die Obertitel Move, Enjoy, Relax. Das heißt, es soll immer darum gehen, um Bewegung, um Entspannung und um Ernährung. Und das nehmen wir mit diesen Wochenthemen auch immer wieder auf. Woche 1, gesundes Frühstück, startet immer so, dass der erste Post werden 3 Vorschläge gegeben, was man an Simple Changes in dieser Woche für sich umsetzen kann. Das ist zum Beispiel, dass wir Frühstücksvariationen vorschlagen und eben als kleine Challenge sozusagen vorgeben, dass man 3 Frühstücksvariationen ausprobiert. Das zweite ist, dass man überhaupt frühstückt, weil viele von uns frühstücken gar nicht, sondern gehen praktisch nur mit dem schwarzen Kaffee aus dem Haus. Und das dritte ist dann, dass zum Beispiel eine Yoga-Einheit oder eine Bewegungseinheit morgens durchgeführt wird. Und dann werden wir zu Beginn dieser Woche eins eine Zutatenliste beziehungsweise eine Einkaufsliste rumschicken oder auch eben reinstellen, sodass man die Möglichkeit hat, am Tag 1 einzukaufen für unterschiedliche Frühstücksvorschläge, die wir machen werden. Und eine zweite Sache, die angesetzt werden soll, ist eine Sprossenschale anzusetzen, denn diese Sprossen, die sollen über die nächsten Wochen wachsen. Und werden dann hier in Woche 3 in verschiedenen Rezepten wieder angewendet. Also je nachdem, was da gewachsen ist, da kann man dann mal einen Post eben auch von machen, so was ist bei rausgekommen und da eben einfach zu animieren, selber mal Sprossen zu ziehen und die dann später auch zu verwenden. Deshalb geht es hier sozusagen mit der Idee los, wie kann ich Sprossen ansetzen für meine tägliche Ergänzung meiner gesunden Ernährung. So, Woche 1, gesundes Frühstück, wird Tag 1 eben ein Post dazu gemacht werden. Wie gesagt, zu den Sprossen, dann, wie kann ich Frühstück vorbereiten am Abend vorher? Was gibt es für einfache Möglichkeiten, damit ich am nächsten Tag ein gesundes Frühstück genießen kann? Dazu halt ein paar Vorschläge gemacht. Tag 2 wird es darum gehen, Shakes-Variationen Post zu machen. Die Pirushka hat einen super tollen Shaker-Maker, wo man praktisch direkt in so eine Shaker-Flasche den Smoothie drin machen kann. Dazu wird es ein Live geben und nachmittags werden immer Frühstücksvorschläge eingestellt für den nächsten Tag. Also was man sozusagen vorbereiten kann, immer am nächsten Tag als Frühstück. Am dritten Tag wird es geben einen Post zu gesunde Brotbox und Büro.
Da haben wir eben auch so ein paar Ideen zugesammelt. Am vierten Tag, was kann man snacken? Gesunde Snacks, zum Beispiel unser Müsli-Riegel aufschneiden, Äpfel mit Zimt oder eben Nüsse, alles Mögliche, was man so zwischendrin snacken kann. Und der fünfte Tag wollen wir ein paar Vorschläge für Frühstück-Bowls machen. Dann wird es am Ende der ersten Woche eine Umfrage geben, darum, was hast du tatsächlich umgesetzt? Also von den drei Vorschlägen von Tag 1, was hast du tatsächlich geändert? Und eben so ein bisschen das so als Erfolgstag, was habe ich tatsächlich verändert? Und wie ging mir das von der Hand? Habe ich es geschafft, das durchzuhalten? Und es wird so eine Vorher-Nachher-Geschichte geben, weil Ralle seit einigen Wochen nämlich kein Brot mehr isst, sondern komplett halt auf Smoothies und anders umgestellt hat und da einfach bei sich doch erhebliche Veränderungen festgestellt hat. Dann beginnt Woche 2. Das steht unter dem Thema Balance. Und auch da wieder geht es darum, drei Vorschläge zu machen, was ich an Simple Changes in dieser Woche in meinen Alltag mit einbaue. Und Balance geht es um Ausgewogenheit insgesamt. Was ist eigentlich ausgewogen? Wie finde ich zu meiner inneren Balance? Und da waren eben Vorschläge zum Beispiel, dass ich mir jeden Tag einfach mal 10 Minuten Ruhe gönne. Weil wir haben festgestellt, dass das kaum jemand wirklich macht. Einfach mal 10 Minuten echt nur sitzen und gar nichts machen. Also einfach nur die Ruhe genießen, vielleicht draußen, wie auch immer. Dann eine Positivliste am Abend zu machen und eben auch sich aufzuschreiben, mit welchen Gedanken möchtest du am nächsten Tag aufwachen und eben auch da wieder entweder ein Vorschlag für eine Yoga-Übung oder Meditation. Und es wird eingestellt werden, ein Blatt für ein Glückstagebuch, weil wir einfach mal versuchen wollen, diese Woche durch aufzuschreiben, was war eigentlich schön an diesem Tag und eben dieses, mit welchen Gedanken möchte ich am nächsten Tag aufwachen. Dann gibt es also das Thema Chill Your Base, also wo es einfach drüber geht, ich habe Stress am Tag und wie schaffe ich das, abends runterzufahren? Also einfach wieder, es geht um das Thema Entspannung. Am zweiten Tag wird es das Post geben zur Kraft der Affirmation. Also das Affirmationen sind ja selbst motivierende Sätze, die ich für mich finde, um einfach ja, besser durch den Tag zu kommen. Hallo, liebe Christiane. Hi. Ja, sorry, dass ich so spät bin. Keine Sorge, wir nehmen diesen Zoom auf, Christiane. Also wenn du magst, könntest du dich muten und ich erzähle einfach erstmal weiter und kommst einfach dazu. Schalte dich mal stumm, genau, wunderbar. So. Okay, also da ist dann eben Kraft der Affirmation, wo es darum geht, wirklich sich positiv zu motivieren. Dann wird es am dritten Tag darum gehen, Ernährung, was ist ausgewogen, was ist eigentlich gesund. Und ich habe einen ganz tollen Post gefunden zum Thema Schulfachglück. Also eben, da gibt es einfach ganz tolle Initiativen inzwischen in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und wir werden da eben nochmal drauf eingehen. Dann geht es darum, Thema Balance, wie viel ist eigentlich gesund? Da geht es sowohl um Ernährung, aber zum Beispiel auch um das Thema Sport. Also wie viel ist eigentlich gesund? Was ist ausgewogen? Und Karl-Heinz wollte gerne eine Umfrage reinstellen, so wie macht ihr Sport mit Musik und ohne? Der Vorteil, aber eben auch der Nachteil davon, wenn man sowas nutzt. Und dann einen Tag, wo wir vorschlagen, für eine Balance einfach mal ohne. Also was kann man weglassen? Zucker, Alkohol, Medienkonsum, was auch immer. Und es wird in dieser Woche jeden Tag einen Motivationsspruch geben, der einfach so ein bisschen uns positiv einstimmt, auf dass wir eben balancierter durch diese Woche kommen. Woche 3 geht es um Kraft der Natur. Das heißt, da geht es darum, dass wir einfach mal die Kraft der Natur für uns nutzen. Da kommt wieder das Wasser-Thema, Thema Wasser natürlich so. Warum ist das so wichtig? Muss einfach immer mal wieder dran gearbeitet und erinnert werden. Sollen vegetarische Rezepte eingestellt werden? Dann wollen wir am Tag 2 auf das Thema Obst und Gemüse gehen. Vielleicht mal als Herausforderung dafür, tatsächlich an diesem Tag mal zu versuchen, die vorgeschriebenen 5 Portionen Obst und Gemüse auch wirklich zu essen.
Dann das Thema Gewürze, Sprossen auf Brot. Das sind dann eben die Sprossen, die wir hier oben angesetzt haben, die wir da verwenden. Vierter Tag, was zu Beeren. Da wird es dann Shake-Rezepte und so geben weiter. Und am fünften Tag werden wir dann auf Fette eingehen, eben Omega-Fette, Probiotika, so dieses Thema ein bisschen behandeln. Und eben dann immer als Abschluss sozusagen jeder Woche wieder die Umfrage, was hast du tatsächlich verändert? In dieser Woche hast du durchgehalten und es ist ein Live geplant mit Peter Kobelhirt, der weiß noch nichts von seinem Glück, aber da der ja immer auch sehr aufgeschlossen ist, wollte ich ihn einfach mal fragen oder jemand anderen. Ach so, Birgit, hier wollen wir dich drin übrigens. Ha, du hast dich schon gesehen. Na gut, dass ich dich gerade habe, weil du ja so toll diese Schreib-10-Sachen machst und da wollten wir dich bitten, ob du unter Umständen bereit wärst, an diesem Tag einfach mal ein Live zu machen und drüber zu über deine Erfahrung zu berichten, wie sich das so anfühlt und ob das für dich okay wäre. Ja, ich mache ja jetzt, Claudia Seidel hat es ja geändert, 10-Day Shred in Detox 30, also das Ganze okay. Sozusagen über 30 Tage und das habe okay. Ich am 6. August angefangen, also es passt gerade, da ist es nämlich zu Ende, die 30 ist Tage. Ist ja super, also weil das ja auch in dieses Thema Balance, Detox, das ist ja alles so, passt halt total schön das Themengebiet und deshalb warst du so, ich habe das gestern reingeschrieben und gesagt, oh, wenn Birgit das vielleicht machen kann, das wäre total klasse, das wäre meine Wunschkandidatin und dass du da einfach also wir es entweder im Gespräch machen oder du ein Live machst, so wie es dir am liebsten ist. Geht ja immer darum, wirklich in kurzer Form, nur 2-3 Minuten, relativ kurz zusammenzufassen, was habe ich eigentlich gemacht und was ist das, was sind meine Erfahrungen? Ne? Und was war positiv, was war vielleicht herausfordernd, aber was ist der Benefit, den ich davon habe? Ne? Gut, und dann möchten wir in der vierten Woche wieder in die Bewegung kommen. Wir haben ja nun die Ernährung, wir haben die Entspannung gehabt und jetzt geht es halt wieder um die Bewegung. Deshalb hier Happy Feet. Und da auch wieder werden wir animieren dazu, sich jeden Tag mehr zu bewegen. Wir werden diesmal nicht die Million Moves machen, sondern 1.111.111 Schritte versuchen, gemeinsam in der Gruppe zusammenzutragen. Letztes Mal hat das ja schon ganz super geklappt, dass wir alle eben beigetragen haben. Und wie gesagt, also das wird unsere Challenge für diese Woche sein. Es wird am zweiten Tag sowas geben wie Bürostuhl- bzw. Schulstuhlgymnastik, also was man so machen kann, um den Körper wieder ein bisschen fit zu kriegen. Dann macht Karl Heinz am dritten Tag Übungen zur Stabilität. Da hat er so ganz tolle Karten, die er vorstellt, die so, wo so Übungsvorschläge drin enthalten sind. Dann macht Matthias am vierten Tag Tipps für mehr Bewegung im Alltag. Dazu wird es Posts geben. Und am fünften Tag geht es einfach um die Füße. Was müssen die, also unsere Füße müssen uns tragen. Was können wir dafür tun, dass es denen wirklich immer gut geht? Und dann am sechsten Tag wieder eben eine Umfrage. Was haben wir geändert? Was haben wir mit aufgenommen? Und eben dann sozusagen geschafft, einen Schlusszoom oder eine Vorher-Nachher-Geschichte, um das Ganze sozusagen rund zu machen. Diesen Plan werde ich auch nochmal in den For Your Future Club reinstellen, dass sozusagen jeder so ungefähr hat. Nagelt mich nicht auf die Tage fest, weil wir stellen immer nochmal was um. Also wo dann eben sozusagen einzelne Posts sich vielleicht nochmal verändern. Aber das ist so die grobe Linie. Und wenn ihr seht, es geht natürlich auch drum, auf unser Juice Plus Konzept hinzuleiten, im Grunde Steilvorlagen dafür zu bieten, dass wenn ihr Interessenten in die BeFit-Gruppe reingeholt habt und mit dem in Kontakt bleibt und jetzt so eine Sache kommt wie hier Bowls oder gesunde Snacks, dass ihr da eben darauf hinweisen könnt, dass wir ja einen super tollen Snack haben im An oder den ihr selber benutzt und den ja euer Kontakt zum Beispiel auch gerne mal ausprobieren kann. Oder wenn wir hier Kraft der Natur haben, dass man dann eben nochmal das Gespräch dahin leitet, wer schafft es denn tatsächlich, diese 5 am Tag auch jeden Tag wirklich zu sich zu nehmen. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum wir hier so mal gesagt haben, okay, wir machen mal einen Tag, versuchen wir mal, dieses 5 am Tag umzusetzen. Und wie gesagt, wir posten nicht in unsere Gruppe vom BeFit, dass wir die geniale Lösung haben, nämlich in Form von Juice Plus. Das machen wir nur im persönlichen Gespräch. Wenn ihr Shake-Rezepte, wir haben ja hier zum Beispiel diese Shakes-Variation,
wenn ihr da eure eigenen Variationen reinpostet, worüber wir uns natürlich total freuen würden, was ein ganz toller Zusatzwert in der Gruppe wäre, wenn ihr eure eigenen Inspirationen da postet, dann bitte führt Complete auf wie eine normale Zutat. Also ich benutze, oder heute habe ich mir einen Shake gemacht aus, Handvoll dunkler Beeren mit, Hafermilch, ein Löffel Complete Vanille und ein paar Leinsamen mit rein. Ne? Durchgeshakert, war super lecker. Das ist völlig in Ordnung, aber nicht, dass es sozusagen so Knüppel auf Kopf ist so und nun nehmen wir alle nur noch Complete, sondern ich werde auch Sachen für grüne Smoothies zum Beispiel reinstellen. Und immer dann kommt, wenn Complete mit dabei ist, tatsächlich das wie eine normale Zutat. Also wie Chiasamen, wie sonst wie was. Und auch genauso, wenn es hier drum geht um Obst und Gemüse, bitte nicht anfangen mit irgendwelchen Zauberzwergen, die euch irgendwie da unterstützen oder unser Zauberpulver oder sonst wie was. Weil jeder, der so eine Gruppe dann reingeht und auf einmal fangen die an, von Zauberzwergen zu reden. Also die wenigsten, ich meine, wir sind alle ja... die Leute, die wir einladen, sind meistens so ein bisschen fortgeschrittenen Alter. Und wenn wir dann anfangen, davon irgendwelchen Märchenfiguren zu erzählen, dann denken die, sag mal, ticken die jetzt noch alle ganz richtig. Ne? Deshalb, wie gesagt, also sucht den Kontakt mit euren Interessenten, motiviert die einfach mal 4 Wochen dabei zu sein. Bringt die so, also wir, was wir ja wollen ist, dass wir eine Vertrauensbasis schaffen, dass die Menschen sehen, dass wir einen gesunden Lifestyle auch leben. Und dann eben, wenn die das Vertrauen gefasst haben und eben sagen, ey, also ich bin immer noch müde oder ich schaffe es nicht oder so weiter, dann eben sagen, ja Mensch, hast du denn Lust mal was auszuprobieren? Du weißt ja, wir sind so auch auf dem Trick und wir machen es uns einfach. Wir haben gesunde Lösungen. Und dann kann man diese Interessenten rüberpacken in die Simple Changes Gruppe, in die Juice Plus Erfahrungsgruppe und so weiter und dann sozusagen also unsere Interessenten zu Fans und Kunden machen. Das ist so der Hintergrund, was wir gerne tun wollen. Habt ihr dazu erstmal Fragen oder Vorschläge, Inspirationen, irgendwas, was euch so spontan einfällt? Also ich finde es super. Ich habe jetzt keinen Tipp zusätzlich. Das ist so rund und ich denke, das wird also vielen sehr viel geben. Ja, schön. Super. Ja. Also das ist auch das, was wir machen möchten. Wir möchten wirklich einen Mehrwert schaffen. Also das ist eben, weil ich denke, so unseren Simple Change Lifestyle, so dieses leichte, lockere, wie wir unseren Alltag sportlich fit und gesund machen, haben wir in der Simple Change Gruppe. Da leben wir es ja vor, wie wir sozusagen die Dinge, die wir hier vorschlagen, jeden Tag tatsächlich auch in unseren Alltag einbauen. Das ist ja so diese wirklich geniale Ergänzung aus den unterschiedlichen Gruppen. Und wir möchten eben diese BeFit-Gruppe wirklich nutzen, im Grunde so ein bisschen wie die App, die Juice Plus ja jetzt macht, die wirklich ja super genial ist. Da wird sich sozusagen von den Themen überschneidet sich das ja auch immer ein bisschen. Ne? Und die Sache, das ist genau das, nur ohne Juice Plus Logo. Was wir hier machen und wo es wirklich nur darum geht, eine Vertrauensbasis zu haben, gemeinsame Themen zu haben, Leute hier einzuladen. Und ich merke tatsächlich, dass es mir deutlich leichter fällt, Menschen in die BeFit-Gruppe einzuladen, dann mit denen das Gespräch zu führen und die dann zu Juice Plus oder auf Juice Plus anzusprechen, als wenn ich von vornherein eigentlich nur im Kopf habe, ich muss die auf Juice Plus ansprechen. Genau. Und daher ist es so ein bisschen, je nachdem, wie ihr arbeiten möchtet, es ist einfach ein zusätzliches Tool, was euch ab sofort praktisch zur Verfügung steht. Gut. Wenn ihr keine Fragen mehr habt und sagt, euch ist auch alles soweit klar, wie es ist, dann würde ich die Aufnahme jetzt hier stoppen. Und allen natürlich, die sozusagen aktiv in der BeFit-Gruppe dabei sind, alle die Interessenten und Kunden einladen, wünsche ich ganz viel Erfolg in den kommenden Wochen. Unser Ziel ist, wir sind ja im Augenblick bei 219 Mitgliedern in der Gruppe, was ich nach den 6-8 Wochen, die diese Gruppe besteht, schon für wirklich total gut halte. Ich finde das super. Unser Ziel ist, am Ende von diesen 4 Wochen
auf 300 zu kommen. Also 80 Leute zusätzlich reinzukriegen, und ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall gemeinsam, dass diese Gruppe eben immer mehr wächst und immer lebendiger wird und einfach alle wirklich von dem gesunden Lifestyle profitieren. Von daher wünsche ich euch allen ganz viel Glück und ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen mit Be Fit for School and Office.